Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass so viele wieder Zeit gefunden haben, bei unserer Gesprächsreihe Forschen in Zeiten von Corona dabei zu sein. Wir haben das ja jetzt schon dreimal hinter uns gebracht. Das erste Mal haben wir über Matrikenforschung, Matricula gesprochen, das zweite Mal über die Topothek und letzte Woche über Monasterium. Und das Thema heute ist ein sehr zukunftsträchtiges. Wir sprechen über Time Machine, über das Projekt, über die Time Machine Organisation und über mögliche technologische Neuentwicklungen und Revolutionen, die in den nächsten Jahren stattfinden könnten. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen von Icarus und von CompGain, die beide diese Veranstaltung in Kooperation durchführen. Wir befinden uns in einer sehr interessanten Zeit. Nämlich bedenken wir die letzten 20 Jahre, so hat sich hier enorm viel getan, was digitale Medien und digitale Technologien angeht. Denken wir zurück an die 90er Jahre, die Festplatten haben nicht sehr viele Megabytes tragen können. Heute sprechen wir von Tera und Petabytes. Denken wir an die Disketten von damals, wo nur 1,5 Megabyte draufgegangen sind und die Speichermedien von heute. So ist hier ein enormer Fortschritt hat hier stattgefunden. Und genauso ist es im Bereich der Erfassung von Daten. Kleine Datenbanken sind Big Data Systemen gewichen und die Digitalisierung von Originalobjekten ist nicht mehr nur ein Orchideenthema für ganz wenige Bestände, sondern wir denken heute wirklich schon groß an die Digitalisierung von großen, großen Massen an Dokumenten in den Archiven, in den Museen, in den Bibliotheken. Das heißt, die Perspektive hat sich völlig gewandelt. Die digitale Transformation ist voll im Gang. Denken Sie nur daran, was Ihr Handy alles kann und welche Technologie hier dahinter steckt. Wenn man denkt an Facebook oder Google, was hier schon für Suchtechnologien drinnen stecken und mit wie großen Datenmengen hier gearbeitet wird. Und gleichzeitig müssen wir aber auch bedenken, oder stellen wir uns einfach vor, was wäre, wenn all diese Technologien, die es jetzt bereits schon gibt, wenn wir diese Technologien auch auf historische Informationen anwenden könnten? Auf historische Informationen, die enthalten sind in verschiedenartigsten Quellen. Wenn es möglich werden würde, dass alles, was es an Dokumenten, Objekten, Bauwerken oder was auch immer gibt, dass all das digital wird und zum Big Data der Vergangenheit wird. Stellen wir uns vor, was passiert, wenn wir die Technologien entwickeln, um genau dieses Big Data der Vergangenheit auch auszuwerten. Unser Blick auf Archive und Bibliotheken ändert sich hier radikal. Wenn Sie sich hier etwa ansehen, dieses wunderschöne Archivlager in Venedig mit diesen Millionen von Büchern. Bis jetzt wurde sowas immer wahrgenommen als eine Sammlung von Objekten, eine Sammlung von Büchern, von Einzelstücken. Denken wir das Ganze jetzt aber digital, so ist das, was wir hier sehen, nichts anderes als ein riesengroßer Datenspeicher. Das alles ist nichts anderes als der Speicher des Big Data der Vergangenheit. Und denken wir jetzt das Ganze größer, nämlich, dass alle Archive solche Speicher des Big Data der Vergangenheit sind. Und wenn es uns gelingt, dieses Big Data der Vergangenheit mit künstlicher Intelligenz nutzbar zu machen und Informationen, die zusammengehören, beliebig automatisiert, halbautomatisiert zu verlinken, dann ergeben sich völlig neue Sichtweisen auf die Vergangenheit, aber auch völlig neue Fragestellungen, die wir an die Vergangenheit stellen können. Das heißt, wir befinden uns nicht nur in einem digitalen Transformationsprozess, sondern auch in einem Transformationsprozess unseres Denkens und Wahrnehmens von dem, was historische Information ist. Bauwerke wie diese hier sind nichts anderes auch als Big Data Speicher.
Und in Verbindung mit alten Gemälden können daraus beliebige Simulationen erstellt werden, wie diese Bauwerke im Laufe der Zeit ausgesehen haben. Sie können verknüpft werden mit beliebigen Quellen, wie zum Beispiel hier den Katastermappen. Die Katastermappen können verlinkt werden mit den zugehörigen Protokollen, mit den enthaltenen Namen. Und die enthaltenen Namen können wieder mit beliebig vielen anderen Quellen, wo diese Namen auch vorkommen, verknüpft werden. Das heißt, das große Big Data der Vergangenheit ermöglicht es, dass historische Information, die jetzt verteilt ist, auf einzelne Orte zusammen recherchierbar wird, aber nicht nur das, sondern auch zusammen darstellbar wird. Und das Erfahren und Erleben von Geschichte wird ein ganz ein anderes. Und vor allem auch die Forschung. Man sollte sich aber nicht vorstellen, dass der Mensch dann unnötig wird, weil interpretieren muss die Quellen noch immer der Mensch und nicht die Maschine. Das heißt, wir stehen vor fundamentalen technologischen Durchbrüchen, nicht nur im Bereich unserer Handytechnologien, sondern wir stehen auch vor fundamentalen technologischen Durchbrüchen im Bereich historischer Quellen und ihrer Digitalisierung. Und wir sind kurz davor, dass das Spiel völlig gewechselt wird. Wir sind kurz davor, dass eben der Umgang mit historischer Information ein ganz anderer wird. Zu diesem Zweck wurde eine Allianz ins Leben gerufen in Form der Time Machine Organisation. Die Time Machine Organisation ist ein Zusammenschluss verschiedenster Institutionen aus der ganzen Welt. Es sind jetzt mehr als 600 Institutionen und Netzwerke hier involviert. Das sind öffentliche Stellen, Ministerien, Archive, Bibliotheken, Forschungseinrichtungen. Das sind Firmen, wie zum Beispiel der drittgrößte Spieleanbieter der Welt. Das sind aber auch eine ganze Menge an zivilgesellschaftlichen Institutionen. Das heißt, die Time Machine Organisation ist eine Zusammenkunft von allen Institutionen und Personen, die interessiert sind, das historische Big Data der Vergangenheit wahrzumachen. Und darüber hinaus sind in dieser Organisation mehr als 6000 Expertinnen und Unterstützerinnen zusammengefasst. Eine nie dagewesene Allianz, um eben diese technologischen Durchbrüche Wirklichkeit werden zu lassen. Indirekt involviert sind es noch viel mehr, da in der Time Machine Organisation auch verschiedenste Netzwerke und Verbände involviert sind. Zählt man diese dazu, dann besteht die Allianz aus über 14.000 Institutionen und über um 103.000 Personen. Diese Zahlen zeige ich Ihnen nicht, weil ich sagen will, die Time Machine Organisation ist so groß und toll, sondern diese Zahlen möchte ich Ihnen vor allem deswegen zeigen, weil sie zeigen, dass es enorm viele Institutionen und Personen gibt, für die das historische Big Data der Vergangenheit wirklich wichtig ist und die ein Interesse haben, dieses riesige Ressource der Vergangenheit nutzbar zu machen. Und nutzbar zu machen eben für verschiedenste Anwendungen. Wir müssen hier einfach auch ein bisschen weiterdenken. Nämlich das Big Data der Vergangenheit ist nicht bloß eine Forschungsressource für ein paar Elfenbeinturmforscher, sondern es kann auch die Grundlage werden für verschiedenste neue Anwendungen, verschiedenste neue Geschäftszweige oder auch Berufsgruppen. Es ist vieles einfach noch nicht absehbar. Absehbar ist aber, was das Big Data der Vergangenheit eine Notwendigkeit ist und wir dieses Wirklichkeit werden lassen müssen. Was ist nun unsere Mission oder unsere Sendung, muss man sagen? Die Time Machine Organisation hat in den letzten 1,5 Jahren im Auftrag der Europäischen Union ein umfassendes Programm entwickelt, was es brauchen würde, um genau dieses Big Data der Vergangenheit Wirklichkeit werden zu lassen. Dieses Programm liegt nun da und es geht nun darum, dass diese Allianz, von der ich gesprochen habe,
nun Wege und Möglichkeiten sucht, um es Wirklichkeit zu machen. Und um vor allem die Innovation voranzutreiben im Bereich der Entwicklung von Technologien, von des kulturellen Erbes und auch der digitalen Transformation des kulturellen Erbes. Welche Arten von Quellen können wir hier zum Beispiel in Blick nehmen? Nehmen wir die Kirchenbücher. Stellen Sie sich vor, wenn all die Millionen Seiten von Kirchenbüchern, die bereits jetzt als Bild digital vorhanden sind, auch als Text vorhanden sind. Und zwar in einer Art und Weise, dass Personen, die irgendwie einen Bezug zueinander haben, auch automatisiert verlinkt werden. Gehen wir weiter zu Grundbüchern, grundherrschaftlichen Quellen. Stellen wir uns vor, sämtliche grundherrschaftlichen Quellen, die es jetzt schon digital gibt, als Bilder oder die es sonst so gibt, mit diesen Informationen zu verlinken. Dann entstehen nämlich Beziehungen und historische Erkenntnisse, wie man sie mit manueller Forschung niemals gewinnen könnte. Es werden nämlich dann aus verschiedensten Quellen Informationen zusammengeführt und visualisiert und damit einfach ganz neue Beziehungen aufgezeigt, wie Sie hier sehen. Und ein gutes Beispiel ist eben auch hier der napoleonische Kataster von Venedig. Katastermappen gibt es ja für verschiedenste, gibt es ja in ganz Europa. In Österreich haben wir zum Beispiel den franziszeischen Kataster, der ganz wichtig ist. Und Sie sehen hier an dieser Simulation, dass es möglich ist, mittels Technologie die Informationen, die hier enthalten sind, automatisiert wie mit OCR auszulesen, zu extrahieren und mit verschiedensten anderen Informationen zu verbinden. Sie sehen hier die Nummern der Kataster, der Parzellen. Und diese Nummern der Parzellen kann man dann extrahieren und dann eben mit anderen Informationen verlinken, wie Sie hier sehen. Sie sehen also, diese Dinge sind nicht mehr unbedingt Zukunftsmusik, sie sind schon Gegenwart. Es liegt nur an uns, diese Dinge Wirklichkeit werden zu lassen. Und es geht natürlich nicht nur um schriftliche Quellen, wenn wir jetzt vom Big Data der Vergangenheit sprechen, sondern es geht auch natürlich um die bildlichen Quellen. Und stellen wir uns auch vor, dass eben Inhalte von Bildern automatisch erkannt werden können und weiterverarbeitet werden können, so wird es auch möglich, verschiedenste Simulationen von Gebäuden, von Landschaften, von Plätzen, was das Herz begehrt, zu erstellen. Hier ein Beispiel unserer Topothek, die ja solche Bilder sammelt. Mittels des Big Data der Vergangenheit wird es also möglich, soziale Netzwerke der Vergangenheit automatisiert zu erstellen, beziehungsweise halbautomatisch, weil die Maschine ist immer nur so gut, wie der Mensch sie trainiert. Das heißt, der Mensch muss der Maschine helfen, zu verstehen, Zusammenhänge zu erkennen. Und mit jedem Lernen wird sie besser. Es gibt ja, ich möchte Ihnen hier ein kleines Projekt vorstellen, das Projekt Xarxes in Spanien, in Katalonien, wo ein Arbeitsprozess entwickelt wurde von der Universität in Barcelona, die einerseits Dokumente digitalisiert als Bilder, die dann die Information extrahiert, die diese Informationen semantisch miteinander verbindet und diese dann mittels Crowdsourcing und Gamification, das heißt spielerisch, dann auch trainiert. Und was dann herauskommt, ist eine Datenbank, die es ermöglicht, ganze Lebenswege einzelner Menschen zu visualisieren, so wie Sie es hier sehen von dem Bartomeo Catrareni Amigo. Sie sehen hier einen Lebenszyklus dieses einen Menschen von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Sie sehen hier die verschiedenen Berufe, denen er nachgegangen ist und die Quellen dazu.
Es wird aber dann auch möglich, dass man diese sozialen Netzwerke auch verortet, das heißt auf Karten darstellt. Man kann dann auch sehen, wo hat eine Person im Laufe ihres Lebens gewohnt oder wo wohnen die Mitglieder einer bestimmten Familie. All das basiert auf diesem Big Data der Vergangenheit. Es ist dann auch möglich, wie man hier sehen kann, solche Dinge so auszugeben wie Wortwolken, welche Namen sehr beliebt sind, demografische Statistiken, bis hin zu quasi Facebook-Seiten für einzelne Personen, wie hier zum Beispiel für den Buenaventura Raspali Palissa. Sie sehen hier einerseits die Verortung, wo er gewohnt hat. Sie sehen darunter eine Art Stammbaum. Und rechts daneben sehen Sie wie im Facebook eine Liste seiner Freunde. Das heißt von Personen, die in irgendeiner Beziehung zu ihm stehen. Das alles ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern das ist etwas, das in Spanien schon konkret umgesetzt wurde und das wir in der Time Machine Organisation vorantreiben. Das heißt, wir wollen diese Technologien perfektionieren, massentauglich machen und wollen diese Technologien wirklich auf alle Quellen, die es gibt, anwenden. Das ist unsere Vision und unser großer Plan. Und wenn es uns gelingt, und es wird uns über kurz oder über lang gelingen, es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird nämlich das Reisen durch die Zeit wirklich wieder möglich. Man reist natürlich nicht körperlich, physisch durch die Zeit, aber das aus dem Big Data der Vergangenheit können dann verschiedenste Simulationen errechnet werden, die zumindest eine Annäherung an die Vergangenheit ermöglichen, wie wir sie hier sehen. Eine Simulation von Venedig, wie Venedig im 18. Jahrhundert ausgesehen haben könnte. Sie sehen hier bei den einzelnen Bögen die Namen der Besitzer, der Geschäfte, die dahinter waren. Und Sie können dann hier zum Beispiel auf den Namen draufklicken und Sie können in den Shop hineingehen und können dann immer tiefer in die Information eindringen. Das heißt, das Erfahren historischer Information wird in Zukunft auch nicht mehr bloß aus Listen bestehen und Trefferlisten, sondern wird interaktiv sein und wird in einer Art visualisiert sein, wie wir es ungefähr hier sehen. Im Rahmen der Time Machine Organisation gibt es auch eine ganze Reihe von lokalen Time Machine Gruppen. Es gibt eine solche Gruppe in Antwerpen, in Dresden, in Paris, in Nürnberg, in Venedig, in Amsterdam. Und es gibt auch eine Gruppe, eine sehr aktive Gruppe dafür, in Leipzig. Und da gibt es ganz spannende Neuigkeiten. Und ich möchte Ihnen gerne als ganz konkretes Beispiel, wie die Time Machine Organisation arbeitet, nämlich dezentral und föderal in Form von solchen Arbeitsgruppen von lokalen Time Machines, möchte ich ganz herzlich begrüßen Herrn Professor Georg Fertig von der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Und er wird uns jetzt ein bisschen mehr erzählen über die lokale Time Machine Leipzig. Lieber Georg, ich darf dir das Wort übergeben. Ja, erstmal hallo in die Runde. Freut mich, dass so viele da sind. Wir fangen damit an, dass es viele lokale Time Machines gibt, aber in Deutschland noch nicht ganz so viele. Und jetzt eben auch in Leipzig, was mich sehr freut. Ich habe ein bisschen versucht, da mehrere Akteure zusammenzubringen. Selber bin ich gar nicht in Leipzig, sondern in Halle. Warum Leipzig erstmal? Also was ist passiert in Leipzig? Gerade ganz neu von gestern eine Pressemitteilung des Stadtarchivs. Und auf das Stadtarchiv sind wir tatsächlich angewiesen, denn eine lokale Time Machine hat etwas mit der Stadt zu tun. Ja? Es ist wichtig, was die Stadt will. Es ist nicht wichtig, was irgendwelche Professoren aus irgendwelchen anderen Städten sich so denken oder so, ne? Ein Stadtarchiv koordiniert oder unterstützt und bündelt sozusagen unsere Aktivitäten, was uns jetzt weitere Türen in der Stadt öffnen wird. Also Leipzig muss ich, glaube ich, nicht großartig vorstellen, ist eine große Stadt mitten in Deutschland.
Es ist für die Geschichtswissenschaft oder für mein persönliches Fachgebiet, für die Sozialgeschichte, ist Leipzig schon eine extrem wichtige Stadt, weil in Leipzig ist sozusagen das ganze Konzept, dass soziale Ungleichheit, soziales Zusammenwirken, auch politisch, dass das etwas mit persönlichen Beziehungen, also auch Patenschaft, Verwandtschaft, solchen Dingen und mit Nachbarschaft zu tun hat. Das ist sozusagen dort in die Welt gekommen und das ist in der Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Sache. Es war dieser freundliche Herr, der das irgendwie in seiner Promotion B, glaube ich, also zu DDR-Zeiten eben entwickelt hat, anhand von Personendaten in Leipzig, Hartmut Zwar. Jemand, der auch im Westen sehr intensiv gelesen worden ist, auf dessen Namen man bei Google Books irgendwie auch dann ständig im Zusammenhang von Familiengeschichte, von Verwandtschaftsgeschichte stößt. So. Das ist das eine. Also ich finde, als Sozialhistoriker finde ich Leipzig sowieso immer schon wichtig. Das zweite ist, der Verein für Computergenealogie, in dem ich mit aktiv bin, hat in Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv Leipzig ein Erfassungsprojekt von Personendaten vor einiger Zeit initiiert. Dafür ist CompGen auch gut gerüstet, da wir so ein Dateneintragssystem eben haben, wo man sozusagen auf dem Bild direkt irgendwie Dinge abtippen kann. Oh, das Bildchen ist zu klein. Ne? Also solche Karteikarten. Die gibt es irgendwie 100.000-fach, ja, in einer genealogischen Kartei, die irgendwie im 16. Jahrhundert im Grunde von ihrem Berichtszeitraum beginnt und bis ins frühe 19. Jahrhundert reicht. Es gibt ein weiteres Projekt, auch des Vereins, das ist dann ergänzt, auch wieder in Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv, Kartei Leipziger Kreisamtstestamente. Also es werden laufend weitere Personendaten in diesem Bereich erfasst. Das ist schon mal super. Ja, passt gut zur Idee von Time Machine, auch Individualdaten niederschwellig erschließbar zu machen. Das andere Ding ist dieses hier. Es gibt außerhalb des Vereins für Computergenealogie in Leipzig eine personell aus wenigen Leuten bestehende Initiative Altes Leipzig. Also, und diese Gruppe, Thorsten Wehmann, der, glaube ich, heute auch dabei ist, spielt da eine wesentliche Rolle. Die erfassen sozusagen aus anderen Quellen, nämlich Tageszeitungen oder Wochenzeitungen sind es, glaube ich, seit Beginn des 19. Jahrhunderts, also mit einem anderen zeitlichen Schwerpunkt, weitere Daten und auch Familienanzeigen und Grabsteine und so weiter. Ja, und das ist sozusagen jetzt etwas, also wir bauen gerade, Kern unserer Kooperation sind im Grunde diese beiden, ist die Idee, diese beiden Datenbestände zusammenzubringen. Also CompGen mit diesen Daten aus den Karteikarten und dann die Daten aus dem Projekt Altes Leipzig, die auch jetzt gerade vor, ich glaube, 2 Tagen oder so ist das wieder neu scharf gestellt worden, dass man jetzt eine Personensuche hat zu Leipzig im 19. Jahrhundert. Das sind 10.000 Seiten, also sind irgendwie so 100.000 Datensätze. Ja? Und man sieht irgendwie, man kann sie durchsuchen, man kann irgendwie weitere Informationen kriegt man. Also man weiß irgendwie die Frau Abraham, sie ist eine Gastwirtswitwe, wir haben die Adressinformationen, das ist also alles miteinander auch vernetzt. Die große Aufgabe ist, diese Daten zusammenzubringen und dazu haben wir an der Universität Halle, gibt es eine kleine Gruppe aus Doktoranden, also Marcel Mernitz, der auch heute dabei ist, programmiert an so einem Frontend zur Record Linkage auch. Ja, also dass die Daten sozusagen so halb algorithmisch zusammengeführt werden. So, das ist sozusagen, das ist eine Aktivität. Ein weiterer Aspekt jetzt, der wichtig ist, bei Leipzig auch gut in Time Machine reinpasst, ist der räumliche. Also im Projekt Altes Leipzig, ne, Thorsten Wehmann hat irgendwie nicht nur diese Personensammlungen, sondern auch sowas. Also wir sehen hier, links sehen wir sozusagen den
inneren Stadtraum von Leipzig. Leipzig funktioniert so, dass es da so eine Ringstruktur gibt in der Nähe des Bahnhofs. Und hier diese kleinen blauen Punkte, das sind sozusagen, das sind so Sprungadressen, mit denen man, es baut sich hier auf der rechten Seite, wie Sie sehen, hier zum Beispiel der Blick auf den Wochenmarkt auf. Und ich bin jetzt selber nicht so ein Gamer, ne? Aber irgendwie kann man sich da drin bewegen, wo komme ich vorwärts? Also man kann eigentlich ganz normal da jetzt so durchlaufen. Man kann irgendwie an diese Adressen, Markthallenstraße 6, kann ich irgendwie weiterspringen, bin dann plötzlich hier, kann irgendwie, ja doch, mit den Pfeiltasten komme ich irgendwie, komm ich voran, laufe also wie in einem Computerspiel mit einem, das ist auch, da muss man keinen Desktop haben, das kann man auch auf Mobilgeräten machen. Man kann sich so ein bisschen durch Leipzig durchspielen, kriegt immer Informationen auch zu den einzelnen Adressen. Es gibt mehrere Zeitschichten, die da auch mit abgebildet, digitalisiert sind. Ich meine, dass das irgendwie um 1900 ist, aber es gibt mehrere. Ja? Ich denke, wir haben einfach in Leipzig von den noch nicht ganz zusammengeführten, aber doch vorhandenen Ressourcen vieles, was man sich in Time-Machine-Projekten eben so vorstellt. Wir sind noch längst nicht am Ende, also wir sollten unsere Kooperation, die jetzt gerade beginnt, im Grunde offiziell, wir sollten die ausbauen. Es gibt zum Beispiel auch noch gar nicht an Bord, müssen wir ansprechen, das Sächsische Wirtschaftsarchiv, ja, die ihrerseits sehr digital unterwegs sind, auch viele Firmenüberlieferungen haben mit den entsprechenden, ja, also man kann dann die Firmengebäude, man kann wiederum sichtbar machen, man kann die Industriekultur sichtbar machen, sozusagen optisch, aber es gibt auch eine Überlieferung für einen guten Teil davon, dann wieder an Personalakten. Ja, und also ich denke, Leipzig kann dadurch wirklich für auch die Sozialgeschichte ein noch viel interessanteres Pflaster werden, als es das sowieso schon ist. Das war das, was ich kurz sagen wollte. Was ich jetzt noch nicht zeigen kann oder was ich gerne gezeigt hätte, wäre das Frontend von der Anwendung, die Marcel Mernitz und Jan Goldberg uns zu programmieren. Ich weiß nicht, ob da was zu berichten ist. Ansonsten denke ich, ja, wir können guter Dinge sein mit Leipzig. Ja, lieber Georg, vielen herzlichen Dank. Marcel Mernitz hat gerade geschrieben, er könnte das gerne zeigen. Wir können das gerne. Marcel, wenn du möchtest, dann kannst du das gerne zeigen. Jetzt sollte ich zu hören sein. Hallo erstmal. Ja, wunderbar. Ich muss dazu sagen, alles, was ich jetzt zeigen kann, ist noch in Arbeit. Also das ist noch keinesfalls ein endgültiges Ergebnis. So, das ist unser Freund. Die Farben sind auch noch keinesfalls final. Alles, was wir hier sehen, also das ist jetzt unsere Liste an automatisch verlinkten Figuren, Personen, die wir aus einer Liste, aus unserer Beispieldatenliste berechnet haben, mit Hilfe eines Python-Skripts. Das wird dann alles noch frei zugänglich gemacht. Zurzeit ist es noch in einer geschlossenen Datensammlung, weil wir da noch am Arbeiten sind. Und all die Namen, die wir hier sehen, sind also vorher von unserem Algorithmus zusammengesucht worden. Zurzeit wird das anhand von der Lautschrift, anhand der Kölner Phonetik und der Jahr-Winkler-Distanz berechnet. Und wenn ich dann also hier mal die einzelnen Figuren, die einzelnen Namen anzeige, sehe ich jetzt, dass das zu der Frau Apel, der Johann Friedrich Apel, hinzugerechnet wurde, was wir natürlich in unserem Fall dann erstmal direkt verneinen könnten, weil wir hier Mann und Frau haben. Wir sind zurzeit noch auf dem Stand, dass wir sämtliche Namen geschlechtsneutral behandeln. Es soll aber weiterhin möglich sein, dann hier eine Schaltfläche einzubinden, nach der man sagen kann, unterscheide geschlechtsspezifisch. Das sind nur noch ein paar kleine Handgriffe.
die ich hier noch nicht implementiert habe. Und im Prinzip wird es dann dem Nutzer möglich sein, hier halbautomatisch zu sagen, das ist nicht die richtige Person. Und anstelle dieser für mich jetzt hier noch als Debugging kommenden Schaltfläche wird dann eben dieser Titel hier verworfen. Zurzeit sind aus diesem kleinen Datensatz, den wir haben, noch sämtliche Treffer aufgeführt. Deswegen ist die Liste so exorbitant lang und dauert beim ersten Laden auch noch sehr lange. Aber Jan und ich sind zurzeit noch am Überlegen, ob wir nur eine einzelne Person anzeigen, die dann vom Nutzer bearbeitet werden soll bzw. übersprungen werden kann, oder wie wir es vorhin bei der anderen Tabelle gesehen haben, in 10er Schritten oder dergleichen. Und im besten Fall treffen wir dann auf Ergebnisse wie bei dem Johann Karl Peters, der in der einen Kartei als Kind aufgeführt wurde und in einer anderen Kartei dann als Familienoberhaupt. Und ich meine, es gab ja auch noch einen weiteren Punkt, nachdem wir das herausfinden konnten, dass es die gleiche Person ist, und dann kann der Nutzer eben sagen, ja, das ist die richtige Person. Und alles, was wir jetzt hier an Arbeit leisten, wird dann im Hintergrund an eine Datenbank geschickt, in der wir dann all diese Personendaten miteinander verknüpfen können. Und ich hatte eigentlich gehofft, jetzt auch schon die Detaileinsicht für eine Person fertig zu bekommen. Das hat vorhin leider nicht ganz geklappt. Im Hintergrund wird zwar das richtige Modell geladen, aber die Anzeige funktioniert noch nicht. Das habe ich bis vor einer halben Stunde noch versucht. Das hat leider noch nicht so ganz geklappt. Das Ganze basiert auf unserem Python-Skript. Und das ist auch noch ein wenig unaufgeräumt, wo wir eben hier unsere Testdatei eingelesen haben. Und im Endeffekt soll das Ganze ja nicht nur für unsere Datei funktionieren, sondern für eine ganze Reihe von Dateien. Und Ziel, dass wir das Ganze universeller einsetzbar machen. Mir fällt jetzt erstmal hierzu nichts mehr ein. Ich glaube, das war alles, was ich zeigen wollte. Es ist, wie gesagt, noch viel Work in Progress, aber ich hoffe, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja, vielen herzlichen Dank. Hat gut geklappt. Es war jetzt sehr schön zu sehen, wie so eine Time Machine auch ganz, ganz praktisch funktionieren kann. Ich denke, es war ganz interessant zu sehen, jetzt auch nach den, wie soll ich sagen, visionären Höhenflügen der Time Machine und was wir alles sofort haben, auch zu sehen, wie schon ganz konkret am Beispiel Leipzig daran gearbeitet wird. Ich denke, dass das nicht bloß eine Vision ist, und wie ich gezeigt habe, ist ja vieles davon schon Wirklichkeit. Es liegt einfach an uns, diese Zukunft zu gestalten und mit voller Kraft anzugehen. Und das Netzwerk der lokalen Time Machines, wie auch Leipzig, zeigt das ja wunderbar. Und nun möchte ich Sie ermuntern, Ihre Fragen zu stellen. Das Beste wird einfach sein, wenn Sie, ich gebe Ihnen jetzt die Erlaubnis, Ihre Stummschaltung selber wieder aufzuheben, und möchte Sie ermuntern, Fragen zu stellen. Am besten vielleicht, indem Sie einfach die Hand heben oder sich zu Wort melden. Wir hätten hier eine Frage von Nicole. Bitte, darf ich Sie bitten zu sprechen? Ja, hallo. Ich habe meine Frage. Ich habe jetzt das Letzte, was der Herr erzählt hat, da werden zwei verschiedene Datenbanken zusammen geführt. Da war zum Beispiel ein Herr, weiß ich nicht, Apitz aus der einen Datenbank, und aus der anderen Datenbank war da ein Herr Apitz, der war, keine Ahnung, 1808 geboren. Jetzt ist das ja nicht, also man könnte das zusammenführen, er könnte es sein, aber es ist ja nicht in allen Fällen wirklich feststellbar, je nachdem, wie die Originalquellen sind und was es für Quellen sind, dass das wirklich die gleichen sind. Oder es können auch Irrtümer kommen, ja, die heißen gleich, dann sind das bestimmt die gleichen. Wie handelt man denn sowas? Denn der Herr Karl Müller muss ja nicht zwingend der Karl Müller aus der anderen Quelle, der 1808 geboren ist, sein. Das kann man ja eigentlich nur, wenn, wie soll ich das ausdrücken, wenn vergleichbare Daten da sind,
zum Beispiel ein Geburtsdatum. Wenn beide Quellen Geburtsdatum haben, kann ich sagen, ja, die gehören zusammen oder die gehören nicht zusammen. Wenn aber eine Quelle kein Geburtsdatum hat, kann ich das ja gar nicht sagen, ob das der gleiche ist. Wenn zum Beispiel Vater und Sohn beide Karl Müller heißen. Ja, vielen Dank. Sie treffen sozusagen den Nerv des Time Machine-Gedankens. Sie zeigen hier wunderbar auf, dass natürlich die Graubereiche, die wir jetzt haben in der historischen Forschung, dass es die auch in Zukunft geben wird. Und dass vieles schlicht und einfach auch weiterhin der Interpretation des Menschen unterliegt. In diesem Fall, diesem Beispiel, das Sie hier jetzt gebracht haben, könnte es aber durchaus sein, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ja nicht nur diese zwei Quellen hier digital verfügbar sind, sondern dass möglicherweise auch verschiedenste Akten, wo diese Person vorkommt, mit zusätzlichen Informationen auch digital vorhanden sind und die Maschine dann Vorschläge macht, ha, der und der, der könnten doch zusammengehören, dass dann wir als Forschende einfach mehr Optionen haben, auch in der Interpretation und im Herausfinden von Zusammenhängen. Okay, danke. Bitteschön. Otto Amon, bitteschön. Hallo? Ja, bitte. Und hört man mich? Ja. Ja. Ja, die Frau Nicole hat eine sehr interessante und natürlich richtige Frage gestellt. Ich kann das jetzt nur fürs nördliche Weinviertel in Niederösterreich und für den Zeitraum, den ich angeschaut habe, sagen. Also in unserem konkreten Fall ist es so, dass die Taufpaten der Kinder von einem Elternpaar immer die gleichen geblieben sind. Das kann natürlich regional in Deutschland zum Beispiel irgendwo ganz anders gewesen sein. Aber bei uns, bei mir trifft es zu. Das heißt, ich könnte natürlich jetzt in dieser Bank zusätzlich auch die Taufpaten mitführen. Unter Umständen ergeben sich dann in späterer Hinsicht auch bestimmte verwandtschaftliche Beziehungen, dass zum Beispiel der Taufpate der Bruder von der Frau, von der Mutter war zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, die auch schon der Thomas Eigner gesagt hat. Also da könnte ich zum Beispiel auch mit einer Familie eine Familie fixieren, diese Person. Das zweite ist dann die Hinweis zum... Lieber Otto, wir hören dich nicht. Dein Mikrofon ist stumm geschalten. Vielleicht darf ich kurz eingehen auf das, was Otto Amon gesagt hat. Das sind natürlich genau die Informationen, die es uns auch bei der manuellen Interpretation der Informationen ermöglichen, gewisse Personen zuzuordnen. Und es ist völlig richtig, wie Otto sagt, dass wenn diese Informationen auch digital verfügbar sind und auch damit in Kontext gebracht werden können, dass dann natürlich auch eine Einordnung und Identifizierung dieser Personen auf automatisiertem Weg möglich ist, beziehungsweise eine gewisse Wahrscheinlichkeit dargestellt werden kann, mit der die Identifizierung möglich ist. Ich darf Sie ermuntern, noch weitere Fragen zu stellen, wenn Sie möchten, oder auch ergänzende Statements abzugeben. Ich sage noch mal etwas. Bitte. Genau. Einfach noch in Ergänzung zu dem, was wir eben noch gesehen haben mit der Record Linkage oder der Datenverknüpfung. Das ist, also erstens, natürlich ist es ganz am Anfang, ja, aber das Bedürfnis, dass man Informationen verknüpft, das ist schon nicht nur für die genealogische Forschung sehr, sehr wichtig. Also Genealogen tun das eigentlich die ganze Zeit. Wenn ich irgendwie eine Abstammungslinie irgendeiner Art konstruiere, verknüpfe ich Informationen. Es ist aber auch, wenn wir so etwas wie diese Kartei Leipziger Familien anschauen, dann ergibt sich das auch als etwas, was getan werden muss. Denn die Informationen, so wie sie erfasst sind, sie sind immer, man hat immer eine Karteikarte. Und da steht auf der Karteikarte steht dann eine Person, das ist dann irgendwie heißt es der Schwiegervater, ja, und dessen eigene Familie steht sozusagen auf einer anderen Karteikarte, muss die Karteikarten untereinander
in Beziehung setzen. Ja, und das ist etwas, was getan werden muss. Und am besten wird es, meine ich, getan, wenn man sozusagen mit dem Computer sichtbar macht, alle Möglichkeiten, die es gibt. Und dann aufgrund von Plausibilitätseinschätzungen diejenigen Möglichkeiten auswählt und vielleicht aber auch als irgendwie mit einem Ampelsystem oder so einschätzt, die jetzt eben die richtigen sind. Man kommt aber letztlich, glaube ich, wenn man dieses Material nutzbar machen will, um diese Ebene der Verknüpfung nicht herum. Und die Verknüpfung ist immer eine, es ist immer letztlich eine Hypothese. Manchmal eine sehr, sehr sichere, wenn das Geburtsdatum dasselbe ist. Und so, ne? Aber es ist ein ganz wichtiger Schritt der Arbeit, der zu tun ist. Ja, also die Arbeit an Time Machine zeigt auch deutlich, dass einfach historische Forschung, egal welcher Art, immer auch eine reine Interpretation ist. Und absolute Wahrheiten kaum zu erzielen sind. Ich habe auch noch mal eine Frage. Bitte schön. Es gibt ja nur jetzt verschiedene Time Machines. Und wir zum Beispiel in Köln, wir haben auch ganz kurz jetzt mit einer Time Machine gestartet. Es macht ja Sinn, dass jede Time Machine vor Ort sich an die Gegebenheiten, an die Kooperationen, die man vor Ort erhält, anpasst. Ist auch dran gedacht, dass von dem Time Machine Organization Projekt eine Unterstützung kommt. Zum Beispiel, dass man mit gemeinsamen Tools unterstützen kann, dass man Standards setzt, damit nicht jede Time Machine vor Ort irgendwo in eine andere Richtung läuft. Dass man irgendwo dann den europäischen Gedanken so hat, dass man auch Standards irgendwo setzt. Das ist genau das Ziel der Time Machine Organisation, dass die vielen Initiativen, die es gibt, dass die miteinander vernetzt werden und dass die Tools, die sie gegenseitig entwickeln, auch austauschen und die Erfahrungen und das Wissen. Also es ist unser Bestreben, ein großes Netzwerk zu schaffen, das kollaborativ ist und das einfach gegenseitige Win-Win-Situationen kreiert. Wir sind aber mit der Time Machine Organisation noch sehr am Anfang und ich denke, wir werden mit diesen Aktivitäten in der zweiten Jahreshälfte dann wirklich starten können. Mhm. Ja gut, danke. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Manfred Wegele, bitteschön. Gibt es den Vortrag zum zweiten oder dritten Mal? Ich bin fasziniert, dass wir heute zum ersten Mal ein bisschen was aus der Praxis kennengelernt haben, was da für Tätigkeiten nötig sind, um die Verknüpfungen herzustellen. Ich denke, der Forscher ist immer noch derjenige, der evaluieren muss und dann die Dinge zusammenbringen muss und dann sagen, Mensch, toll, ich muss jetzt nicht in dieses Archiv, sondern habe jetzt hier über den Bildschirm die Vorschläge, die meine Forschung bereichern könnten. Ja, ich denke, es ändert sich halt einfach auch die Wahrnehmung. Jetzt sprechen wir, wie ich gesagt habe, schon, wir sprechen von einzelnen Büchern und Archiveinheiten. In Zukunft geht es schlicht und einfach um Information. Egal, wo die und wie die gespeichert ist und wie bringe ich diese Information zusammen und wie interpretiere ich die? Und Manfred, vielen Dank, dass du das gesagt hast. Ich glaube, die meisten unter uns sind ja passionierte Forscher und Forscherinnen. Ja. Es braucht, glaube ich, niemand Angst haben, dass die Forschung in Zukunft obsolet wird. Ganz im Gegenteil, sie wird, glaube ich, noch spannender und es wird noch viel mehr neue Fragen dadurch geben, als wir sie jetzt kaum ahnen können. Also ich habe mal gehört, Forscher haben eine überdurchschnittliche Lebenserwartung, ganz einfach, weil sie nie fertig sind mit dem Forscherleben und auch nicht abdanken dürfen. Ich hoffe, das ist jetzt die Perspektive. Du hast auch den tollen Bildschirm hier eingeblendet, Icarus for All. Vielleicht sollten wir jetzt einen Werbeblock einblenden, lieber Thomas. Ja, ich hätte das am Schluss getan, aber das können wir, bevor wir die Regina noch was fragen lassen, gerne tun.
Ich denke, den meisten von Ihnen ist Icarus vielleicht ein Begriff, aber Icarus ist einfach eine Speerspitze für die Digitalisierung der Archive und führt vor allem für den freien Zugang zu den Archiven. Mit Matricula sind wir das ganz bestimmt in Bezug auf die Kirchenbücher und wir freuen uns über alle, die uns dabei unterstützen wollen, weil wir verstehen uns als Community, die gemeinsam an der Zukunft der digitalen Archive arbeitet. Also wenn Sie Icarus for All unterstützen wollen und Icarus, dann bitte werden Sie doch Mitglied, gehen Sie auf unsere Website, Sie können sich dort ganz bequem registrieren und schon sind Sie bei uns dabei und sind Sie Teil dieses großen Icarus-Unternehmens. Vielen Dank, Manfred, für den Hinweis. Ich darf nun das Wort der Regina erteilen, bitteschön. Ja, schönen Abend. Ich habe jetzt nur mal eine Frage und zwar, das ist dann ja so eine Datenbank, die man auch abfragen kann. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja. Wo man nach vereinfacht Namen gesagt, ja. Gut. Sind die Daten dann auch mit irgendwelchen Quellen verknüpft, woher diese Daten bezogen wurden? Das ist natürlich die Grundvoraussetzung bei jeder historischen Forschung, dass die Nachvollziehbarkeit der Information. Also es muss natürlich eine Möglichkeit geben, zu sehen, in welchem Kontext steht die Information und wo kommt sie her. Das heißt, dass man auch auf einem Bild nachprüfen kann, die Schrift, ist das richtig geschrieben? Und dass man halt auch sieht, ja, was steht davor, was steht danach? Das ist ja auch oft ganz wesentlich. Und also wird das dann direkt mit der Datenquelle verknüpft oder ja, wird die nur erwähnt und man muss dann selber suchen? Sie müssen sich vorstellen, in so einem System ist dann alles miteinander verknüpft. Das ist wie ein riesengroßes Spinnennetz. Aha. Jede Information ist auf irgendeine Weise miteinander verknüpft. Sei es ein Bild, sei es eine Information, ein Datensatz oder was auch immer. Okay, danke. Bitte sehr. Es ist eigentlich wie im menschlichen Gehirn, ja, in unserem Gehirn sind ja auch alle Informationen, die wir gespeichert haben, sind irgendwie verknüpft miteinander, wodurch wir eben assoziieren können und Zusammenhänge herstellen können. Und ganz ähnlich ist es auch im Big Data System. Noch weitere Fragen oder Ergänzungen? Dazu habe ich jetzt eigentlich keine Frage, aber ich habe noch eine andere Frage. Und zwar bin ich jetzt per Zufall nur auf dieses Meeting gestoßen. Es wurde hier erwähnt, dass vorher schon zwei andere gegeben hat über Matricula und Monasterium und so weiter. Sind die aufgezeichnet? Kann man sich die nochmal irgendwie anschauen? Ja, auch das heutige Meeting wird aufgezeichnet und Sie können das auf YouTube in im Icarus-Kanal nachsehen. Bei dieser Gelegenheit auch gleich ein ganz herzliches. Okay, alles klar, danke. Bitte sehr. Bei dieser Gelegenheit auch ein ganz herzliches Dankeschön an Ingrid Reinhardt für die Aufbereitung der Filme. Gerne. Dankeschön. Noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Oder möchten Sie schon in den wohlverdienten Feierabend entlassen werden? Ich hätte noch eine Frage. Bitte sehr. Wenn Sie sagen, es ist wie das Gehirn, wie fehlertolerant wird es denn sein? Was denkt man sich denn? Also manche Sachen sind ja eindeutig zuordnbar. Andere Dinge, da ist man als Mensch, sagen wir mal, flexibel. Ob das jetzt Katharina heißt oder im ungarischen Buch Katalin, da weiß man, das gehört zusammen. Und wenn sich mal der Pfarrer verschrieben hat, dann kann man das schon mal akzeptieren? Also wird es sowas geben wie Fehlertoleranz oder sowas wie eine Einstellung über wie sicher ist das denn oder mit wie viel Genauigkeit möchte ich da reingehen? Ganz genau. Das ist das System, wie das funktioniert. Ganz ähnlich funktioniert es ja schon mit der OCR zum Beispiel. Ja, also die automatische Schrifterkennung arbeitet genauso. Man hat einzelne Schriftbilder und diese Schriftbilder sind Muster für die Erkennung weiterer. Und da sind natürlich die Fehlertoleranzen eingebaut. Und da wird auch sehr viel mit Wahrscheinlichkeit gearbeitet. Und genauso ist es beim Big Data und künstlicher Intelligenz. Die künstliche Intelligenz ist immer nur so gut, wie sie der Mensch trainiert.
Ja, möchte noch jemand die Hand heben? Gut, dann denke ich, ein Stündchen ist wohl genug. Ich freue mich sehr über das riesige Interesse. Also es waren am Höchststand 98 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeloggt. Das ist einfach unglaublich. Ich freue mich sehr über dieses große Interesse. Es wird solche Veranstaltungen weiterhin geben. In welcher Form und wie oft und in welchen Kooperationskonstellationen, das werden wir Ihnen dann über unsere Kommunikationskanäle mitteilen. In diesem Sinn, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Bleiben Sie dran, bleiben Sie vor allem gesund und einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen und alles Gute.